Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel Kunstdom. Und ja, heute geht's mal direkt los mit dem ersten Vlog. Wir sind gerade bei Malte Borchikas auf dem Bauernhof und der kriegt heute auch eine Sensor-Anlage. Das haben wir mal direkt als Grund genutzt, mal einen Vlog dementsprechend zu machen. Und ja, da sehen wir schon Manuel, der dafür zuständig ist, dass diese Sensor-Anlage auf dem Betrieb erstmal installiert wird. Und deswegen würde ich sagen, kommt mal mit. Ja, ich stehe jetzt hier mit Manuel. Manuel ist bei uns im Zuchtverband dafür zuständig, dass die Anlagen auf den Betrieben eingebaut werden. Und ja, meine Frage ist an Manuel, was brauche ich überhaupt erstmal, damit die Anlage eingebaut werden kann? Und ja, wie kompliziert ist das? Wie viel muss ich dabei helfen? Und vor allen Dingen, wie lange dauert das Ganze? Ja, also vorhanden muss Internet sein, eine Steckdose für das System. Kommt immer ganz drauf an auf die Kabellänge, die wir jetzt verbauen müssen. Hier sind es heute 50 Meter, dauert natürlich ein bisschen länger als 10 Meter. Ja. Und vom Zeitaufwand mit allem drum und dran, Stunde, anderthalb Stunden, dann ist das System eigentlich so weit, dass man damit arbeiten kann. So, in diesem Fall müssen wir den Manuel mal ein bisschen nach oben fahren, weil wir verlegen die Internetleitung da oben an den Balken, den man da vorne sieht. Und Landwirt ist faul. Und Elektriker offensichtlich auch. So, jetzt geht's um den Kollektor. Der wird jetzt da oben am Stallgebäude angebracht. Wir haben hier eine Reichweite nach vorne von 500 Metern und zur Seite von etwa 200 Metern. Nach hinten reicht es auch ja, zwischen 400 und 500 Meter um den Dreh. Gerade eben haben wir den Kollektor gesehen. Der wird jetzt dort oben am Stallgebäude angebracht. Da können wir jetzt einmal reinzoomen. Das war's. Die Anlage läuft und ja, ich glaube, Manuel hat das relativ fix geschafft. Wie lange haben wir jetzt ungefähr gebraucht? Deine Arbeitszeit? Meine Arbeitszeit? Stunde. Stunde, ja. Sache erledigt. Die ersten Halsbänder sind auch schon dran. Da gehen wir jetzt mal schauen, was Malte da jetzt schon gemacht hat. Und dann können wir Manuel in den Feierabend entlassen. Natürlich fehlt noch ein Bier, ne? Aber nee, heute nicht. Heute nicht. So, wir sind jetzt zurück. Die Halsbänder sind erstmal angebracht und ja, ich stehe neben dem Betriebsleiter Malte Borchers, der die Anlage jetzt heute installiert hat. Und an dieser Stelle ist ja natürlich total interessant, warum hast du dich überhaupt für die Anlage entschieden? Was sind so deine Gründe, ja, die dazu diesem Kauf geführt haben? Ja, also wie das System schon heißt, Brunsterkennung, habe ich es natürlich zum einen aufgrund der Brunsterkennung, um Brünste bei Kühen zu erkennen oder auch bei Rindern und explizit halt eben stillbrünstige Kühe. Die man halt in der Regel dann selber nicht sieht. Wichtiger Grund war für mich auch die Gesundheitserkennung bei den Kühen. Wann hören sie auf Futter aufzunehmen? Dass man einfach diese Kühe schon 2-3 Tage eher sieht, als man es selber mit den menschlichen Augen sehen würde. Dann die Fütterungsüberwachung und natürlich um Zeit und damit auch Geld zu sparen. Ja, gut, da haben wir Maltes Beweggründe mal gehört. Was ganz wichtig ist, abonniert mal den Kanal, weil wir werden Malte in den nächsten Monaten immer mal wieder besuchen. Mal schauen, wie hat sich's entwickelt, ist er zufrieden, ist er unzufrieden. Da werden wir nochmal genau schauen, wie sich das dann auch für ihn persönlich mit dem Betrieb zusammen entwickelt hat. Und ich denke, das ist auch gerade für euch nochmal interessant, dann zu gucken, wie es dann hier weitergegangen ist. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück mit der Anlage und ja, wir sehen uns dann ja sowieso auch zum nächsten Video. Super.